Hallo und herzlich willkommen in meinem winterlichen Deko-Ideenreich. So ab und zu im Winter gönne ich mir so eine Blühpflanze. Egal ob das jetzt eine Christrose ist oder hier so ein Weihnachtsstern oder ein Alpenpfeilchen, Hauptsache die Blütenfarbe ist weiß. Weiß ist da so mein absoluter Favorit, denn ich finde weiß passt überall dazu, hat auch irgendwie so einen festlichen Charakter, gerade jetzt passend zu den Feiertagen. Und dieser Kontrast, dieses Weiß zu diesem dunklen Grünen, finde ich einfach wunderschön. Jetzt finde ich es ein bisschen langweilig, wenn man sich einfach so diese Blütenpflanze dann so ins Zimmer stellt, auf die Terrasse oder vor die Haustüre. Und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie ihr so eine Pflanze mit einfachen Materialien aufpeppen könnt und dekorieren könnt. Und dann eignet sie sich auch wunderschön als Geschenk, gerade jetzt zu Weihnachten oder auch zum Neujahr. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und was ihr braucht, seht ihr hier. Das ist natürlich einmal diese Blühpflanze mit dem passenden Übertopf. Da verwende ich gern immer meine alten Übertöpfe. Dann Packpapier und Tesafilm, um diesen Topf zu verkleiden. Dann 13 bis 15 Fichtenzapfen, Bindedraht, Steckdraht. Dann, um das Ganze auszuschmücken, Zapfen. Kleine Kiefernzapfen oder Lärchenzapfen, dann so kleine Weihnachtskugeln, Schmuckdraht in passenden Farben und Füllmaterial, da könnt ihr einmal Moos verwenden oder hier so Pflanzenfaser oder Bast. Und wer das Ganze noch ein bisschen weihnachtlicher dekorieren möchte, kann dann so ausgesägte Ornamente in Sternenform oder hier diese Kokossterne verwenden oder wer es neutral halten möchte, auch so Herzformen. Ich beginne damit, dass ich mir meinen Übertopf mit diesem Packpapierstreifen verkleide, damit dann nachher unter diesen Zapfen nicht mehr dieses Weiß hindurchschimmert. Und das mache ich einfach, indem ich diesen Packpapierstreifen um diesen Topf lege und dann mit einem Stück Tesafilm befestige. Und oben schneide ich mir jetzt das überstehende Papier einfach ab. Und um eine Zapfenkette zu bilden, habe ich mir jetzt von meinem Draht 2 x 2 Meter abgeschnitten. Ich nehme jetzt mein erstes Stück Draht her, halbiere das und bilde dann an der geschlossenen Seite so eine kleine Schlaufe, indem ich den Draht so verzwirble. Und dieses kleine Stück brauche ich nachher, um Anfang und Ende zu verbinden, wenn diese Zapfenkette um den Topf gelegt wird. Und jetzt lege ich meinen ersten Zapfen in diesen Zwischenraum hier ein. Und zwar beginne ich jetzt hier unten, denn die Zapfenkette wird ja hier unten verbunden und hier oben. Ich lege den Draht so ein, dass er ein bisschen zwischen diesen Schuppen verschwindet. Ziehe das Ganze eng um den Zapfen und verzwirbel das Ganze dann ein, zweimal. Und dann nehme ich mein zweites Stück Draht, halbiere das auch wieder, bilde auch am Ende so eine kleine Schlaufe. Und jetzt lege ich diesen ersten Zapfen auch wieder in diesen Zwischenraum und zwar mit dieser oberen Seite. Verstecke den Draht auch wieder ein bisschen zwischen den Schuppen und verzwirbel das Ganze ein paar Mal, damit es richtig fest sitzt. Und dann folgt schon der zweite Zapfen, der wird ganz dicht an den ersten gelegt, zwischen diese zwei Drahtstücke und dann auch wieder am unteren Ende und am oberen festgezwirbelt. Und so macht ihr jetzt weiter, bis eure Zapfenkette so lang ist, dass sie einmal um diesen Übertopf herumreicht. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr darauf achtet, dass die Enden der Zapfen hier unten alle auf einer Linie liegen. Und zwischendurch teste ich immer mal wieder, wie weit meine Kette inzwischen reicht, damit ich dann auch rechtzeitig aufhöre. Meine Zapfenkette ist jetzt fertig. Ich habe jetzt allerdings 17 Zapfen gebraucht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Zapfen noch relativ frisch sind und deshalb noch relativ schmal. Also wenn ihr trockenere Zapfen verwendet, die schon etwas mehr aufgesprungen sind, dann braucht ihr natürlich nicht so viele. Also rechnet mal so zwischen
15 bis 20 Zapfen. Wenn ihr jetzt gefragt habt, warum ich die Zapfen mit zwei Reihen Draht verbunden habe, dann seht ihr das jetzt hier ganz gut. So bekommt die Kette eine richtig gute Stabilität. Wenn ihr da nur mit einer Reihe Draht arbeitet, dann wackelt die euch ziemlich stark hin und her. Ich lege jetzt meine Zapfenkette um diesen Topf herum und verzwirble die Drahtenden miteinander. Und dann zwicke ich diese überstehenden Drahtenden noch ab. Und im nächsten Schritt kommt jetzt mein Schmuckdraht zum Einsatz. Der hat jetzt zwei Aufgaben. Einmal natürlich, um das Ganze farblich noch ein bisschen schöner zu gestalten und zum anderen nochmal zur Stabilität. Damit werden die Zapfen nochmal richtig fest an diesen Übertopf gepresst. Ich beginne damit am besten mit so einem Drahtende an der Stelle, wo ich auch meinen Draht verzwirbelt habe, dass ich nachher hier an dieser Stelle dann auch immer so die Enden meiner Drähte habe und dann kann ich das quasi so auf die Rückseite legen. Ich wickle mir den Draht kreuz und quer quasi um meinen Topf herum, ziehe das Ganze aber auch richtig fest und verzwirbel das Ganze dann miteinander. Und das könnt ihr jetzt so oft machen, wie es euch gefällt. Also wenn ihr es dezenter haben wollt, ein, zwei Ringe. Ihr könnt auch natürlich nur mit einer Farbe arbeiten oder eben eine Kombination aus verschiedenen Farben wählen. Und durch diesen Schmuckdraht hat das Ganze jetzt nochmal richtig schön Stabilität gewonnen. Und im nächsten Schritt setze ich mir jetzt meine Pflanze ein, um diesen Übergang zwischen diesen Zapfen und der Blütenpflanze noch ein bisschen zu verdecken. Denn hier schimmert ab und zu mal noch dieser Blumentopf durch oder die Blumenerde. Dafür brauchen wir jetzt unsere Dekomaterialien und unseren Steckdraht. Und diesen Steckdraht befestige ich jetzt folgendermaßen an den einzelnen Materialien, indem ich ihn so ganz grob halbiere und hier jetzt bei den Zapfen zwischen den Schuppen verschwinden lasse und dann diese zwei Enden miteinander verzwirble. Und an diesen Kugeln geht es genauso, da schiebe ich den Draht hier durch diese Öse, knick mir den auch zur Hälfte und verzwirbel den zweimal. Wenn ihr Moos verwendet, könnt ihr das natürlich einfach so einlegen. Wenn jetzt allerdings so lose Materialien wie diese Pflanzenfasern oder Bast verwendet, dann legt ihr da auch so ein Bündel von diesem Material in diesen Steckdraht, knickt den zur Hälfte um und verzwirbelt den. Ich beginne jetzt damit, dass ich die großen Zapfen und die großen Kugeln hier am Rand entlang verteile und dann die Zwischenräume mit den kleinen Kugeln und diesem Füllmaterial wie Moos oder Pflanzenfaser noch auffülle. Und beim Einstecken ist es nur wichtig, dass ihr nicht die neuen Knospen, die so unten herauswachsen, verletzt. Und habt ihr jetzt beim Einstecken gemerkt, dass euch der Steckdraht zu lange ist, könnt ihr den natürlich nach Bedarf auch noch kürzen. Oder ihr könnt gleich diesen Steckdraht halbieren und immer nur die Hälfte verwenden. Ich habe jetzt hier oben diese ganzen Zwischenräume nochmal kontrolliert und teilweise nochmal mit Moos ausgestopft. Mit diesem Ausschmücken oder Dekorieren des Randes bin ich jetzt fertig und mir gefällt es jetzt schon richtig gut. Eigentlich könnte man das Ganze jetzt schon so lassen. Ich möchte jetzt aber dem Ganzen nochmal einen weihnachtlichen Akzent verleihen, indem ich jetzt noch so Sterne anbringe. Ich habe mich da jetzt für diese Kokossterne entschieden, denn diese weißen Sterne sind mir jetzt persönlich zu dominant. Die werde ich jetzt mit ganz einfachem Heißkleber hier außen auf diesem Topf ankleben. Mir gefällt das Endergebnis richtig gut und ich finde, diese weißen Blüten strahlen durch diese
Naturfarben noch viel, viel mehr. Und ich denke, dass dieses Arrangement ist auch einfach wieder ein Beweis dafür, dass man mit Naturmaterialien wirklich wunderschöne Deko machen kann. Ich bin jetzt schon gespannt auf eure Kommentare. Gerne dürft ihr mich auch noch auf Facebook besuchen oder in einem meiner letzten Videos vorbeischauen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und sage für heute Ciao.